Schönen guten Morgen! Herzlich willkommen zum ersten Tutorial-Video. Wie ich versprochen habe... Und wir fangen an mit dem Grundlegendsten. Und das ist das Papier. Also welches Papier benutze ich? Es ist ein bisschen unterschiedlich. Ich benutze sehr viele verschiedene Papierarten. Für Skizzen zum Beispiel benutze ich einfaches Druckerpapier. Also das ist wirklich stinknormales Druckerpapier. So sieht das aus, wenn man es kauft. Findet man eigentlich überall in jedem Geschäft. 80 Gramm, 500 Blatten, ist auch sehr dünn, sehr weich, sehr lapprig. Das benutze ich aber wirklich nur für Skizzen. Also wenn ich jetzt wirklich nur was mit Bleistift skizziere oder ja, wenn ich nur was dahin werfe. Ich kann das aus dem Grund fürs Tuschen nicht benutzen. Das demonstriere ich mal ganz fix. Aus folgendem Grund, denn wenn ich da mit Tinte reingehe, passiert das. Dann könnt ihr das sehen, dass die Farbe ausfranst. Oder ich bezeichne es immer liebevoll damit, dass das Papier die Tusche frisst. Also es gibt keinen scharfen, glatten Rand, sondern das sprisselt so ein bisschen auseinander. Das sieht halt überhaupt nicht schön aus und ist halt fürs Zeichnen auch überhaupt nicht geeignet. Aber für Skizzen reicht das auf jeden Fall. Ist auch schön billig und alles. Also dafür ist das super geeignet. Für den Manga benutze ich dieses Papier. Das ist Laserdruckerpapier der Stärke 200 bis 230. Geht auch wahlweise das. Das ist richtiges professionelles Skizzenpapier. Ist auch jetzt um einiges stärker schon. Hier habe ich es mal ausprobiert. Also da franzt die Tinte dann halt nicht mehr aus. Deswegen benutze ich das. Ist halt auch ein bisschen teurer. Und mein größeres Problem ist, ich finde es momentan nirgendwo mehr. Und das kotzt mich ein bisschen an. Bei mir geht das Papier langsam aus und ich weiß nicht mehr, wo ich es herkriege. Naja. Aber gut, so viel zu meinem Problem. Das Laserdruckerpapier benutze ich auch aus dem Grund sehr gerne für die Kakaokarten. Gerade auch aus dem Grund, weil man sehr feine Linien zeichnen kann und das Papier die Farbe halt sehr gut aufnimmt, ohne sie in dem Papier, in der Struktur zu verteilen, beziehungsweise in den Fasern zu verteilen. Auf denen kann man auch, wenn das Format sehr klein ist, Aquarell zeichnen. Buntstiftzeichnungen eignen sich dafür auch sehr gut, weil das Papier halt fast überhaupt keine Struktur. Also wenn man zum Beispiel Aquarellpapier nimmt, das hat ja eine sehr krasse Struktur, die man eben auch fühlt, wenn man jetzt mit den Fingern drüber geht oder weiß der Geier. Also man müsste es eigentlich erkennen können, dass das Aquarellpapier sehr strukturiert ist und das Laserdruckerpapier halt nicht. Deswegen eignet sich das Laserdruckerpapier eben für Buntstiftzeichnungen, weil wie jeder weiß, bei Buntstift kommt halt die Struktur vom Papier gerne mit raus. Und deswegen funktioniert das so halt besser. Das Aquarellpapier aber eignet sich halt für Aquarellzeichnungen, wenn die größer sind. Muss jetzt nicht unbedingt das sein, kann auch jetzt jedes andere Aquarellpapier sein, wenn man Aquarellzeichnungen macht. Gut, das war es soweit von mir zu meinem Papier, was ich benutze. Wie gesagt, wenn Fragen sind, gerne immer Fragen stellen. Egal, ob an dieses Video als persönliche Nachricht oder weiß der Geier wohin. Ihr könnt mir auch gerne Tipps geben, wie ihr es macht und ob ihr jetzt Tipps für mich habt und bla. Und wir sehen uns wieder im nächsten Tutorial-Video. So, herzlich willkommen zum... Ach so, scheiße. Klar für die zweite. Ich sage jetzt nicht, dass es bereits der fünfte Take ist, den ich versuche. Weißholzfrau... Holzfrau? Nee, holzfrei wollte ich sagen. In der Struktur zu... Was habe ich hier drin? Oh, hier sind noch ein paar geheime Zeichnungen drin. Das wusste ich gar nicht. Oh, hey, hey, hey. Ja, und wir sehen uns wieder im...